Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Autoverrückt. Heute möchte ich mit euch mal den P21S High-End-Felgenreiniger austesten. Der ist ja auch noch relativ frisch auf dem Markt. Die meisten YouTube-Kanäle haben ja schon ein Video dazu gemacht. Ich bin jetzt relativ spät dran, aber nichtsdestotrotz besser spät als nie. Wollen wir uns das heute mal anschauen. Ich habe mir hier dieses Mix-Set gekauft. Ja, weil ich einfach mal schauen möchte, wie er unverdünnt und 1 zu 1 verdünnt funktioniert. Ja, der Reiniger ist pH-neutral, das ist natürlich mega wichtig und ja, ist gelartig. Ich habe das Ganze hier in der 500 ml-Version, gibt es auch als 750 ml oder 2 Liter-Version. Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Ja, hier ist nochmal so eine kleine Anleitung. Also wie gesagt, bei moderater Verschmutzung lässt sich das Ganze 1 zu 1 mit Wasser verdünnen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr interessant, weil man so ja den Preis runterkriegen kann. Ja, ich mache mir hier direkt auch mal die Mixflasche fertig. Das Ganze ist hier komplett narrensicher beschrieben. Also wir müssen bis zu dieser Fülllinie die leere Flasche mit dem P21S High End befüllen und den Rest müssen wir dann gleich mit stinknormalem Wasser auffüllen. Jo, ich habe jetzt bis zur Fülllinie befüllt. Jetzt nehme ich mir eine Flasche Wasser. Nein, das ist jetzt kein hier richtiges Wasser, das ist natürlich Leitungswasser. Und ja, damit füllen wir jetzt die Flasche soweit einmal auf. Jo, das Ganze ist jetzt voll. Sollte wirklich roundabout 1 zu 1 sein. Jetzt nicht unbedingt ha, genau, aber sollte passen. Ja, stellen wir uns das mal zur Seite und testen wir gleich mal aus. Auf der Beifahrerseite beginnen wir hier jetzt einmal mit der unverdünnten Version. Wie ihr sehen könnt, die Felgen sind wirklich saumäßig dreckig. Also ich denke, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja, ich werde jetzt die Beifahrerseite, also die rechte Fahrzeugseite, komplett mit der unverdünnten Felgenreiniger-Variante einsprühen. Und auf der anderen Seite nehmen wir gleich die verdünnte Version. Ja, wie wir sehen können, wir haben ein sehr schön zerstäubtes Sprühbild. Das gefällt mir auf den ersten Blick schon mal sehr schön. Ist meiner Meinung nach etwas besser als bei den Sonax-Felgenreinigern. Schreibt eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Und wir sehen direkt, der Felgenreiniger ist sehr, sehr dickflüssig. Also es ist wirklich so gelartig. Also hier läuft wirklich gar nichts ab. Man sieht das. Der Reiniger klebt richtig auf der Felge. Ja, auch die hinteren Felgen sprühen wir ein. Die sind in dem Fall deutlich weniger verschmutzt als die vorderen, aber ja, müssen natürlich auch behandelt werden. Grundsätzlich noch zum Geruch. Ich kann den nicht genau definieren, aber auf jeden Fall fruchtig. Vielleicht habt ihr den mal benutzt, dann schreibt mal gerne unten rein, wie ihr findet, wie er riecht. Also ich finde auf jeden Fall angenehm. Nicht typisch nach Felgenreiniger. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Ja, und der Wirkindikator fängt direkt hier in 0, nix an zu wirken. Nur direkt nach dem Aufsprühen. Ganz interessant zu sehen. Ja, jetzt sind wir hier auf der Fahrerseite des Fahrzeugs angelangt. Jetzt nehmen wir hier unsere Mix-Variante. Dazu wechseln wir einfach hier einmal den Sprühkopf. Das ist hier ganz clever gelöst. Und ja, dann testen wir diese Version hier einmal aus. Ja, also was mir persönlich direkt auffällt, ich persönlich finde, dass das Sprühbild in der verdünnten Version etwas besser ist. Ist klar, der Reiniger ist dünnflüssiger und kann schöner zerstäubt werden. Man wird hierdurch dann zusätzlich nochmal weniger Reiniger brauchen, weil das Ganze einfach nochmal breitflächiger zerstäubt wird. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und was auch auffällt, trotz der Verdünnung ist der Reiniger immer noch sehr gelartig und läuft immer noch quasi nicht von der Felge ab. Also das ist auch noch sehr gut. Und ja, hier auch wieder die hintere Felge, ganz normal, wie gehabt. Also wie gesagt, in der Anwendung ist meiner Meinung nach die verdünnte Variante sogar etwas vorne. Und auch hier fängt der Wirkindikator direkt nach dem Einsprühen an zu wirken. Ja, das Ganze soll jetzt 3 bis 5 Minuten einwirken. Ich werde mir den Timer auf 5 Minuten stellen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, die Einwirkzeit ist jetzt komplett abgelaufen. Was ich jetzt super interessant zu sehen finde, wir sehen, der Wirkindikator hat jetzt irgendwie so ein bisschen die Farbe geändert, ne? Also an den besonders verschmutzten Stellen ist es nicht mehr lila, sondern es ist so dunkelgrün, dunkelgelb geworden. Das ist ganz interessant zu sehen. Ja, hier hinten ist die Verschmutzung natürlich weniger vorhanden, das ist ganz klar. Und hier an der verdünnten Seite eigentlich ein sehr ähnliches Bild. Auch hier hat sich der Wirkindikator von der Farbe etwas verändert und ja. Das Ganze macht jetzt erstmal keinen großen Unterschied auf den ersten Blick. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Reinigungsleistung an. Ich schmeiße einmal den Hochdruckreiniger an und dann strahlen wir die Felgen hier einmal ab. Beginnen werden wir an der unverdünnten Seite.
So, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Hier rechts vorne, also unverdünnte Seite, wie wir sehen können, auf den ersten Blick sehr sauber geworden. Aber hier und da haben wir noch ein paar Rückstände. Aber wie ihr sehen könnt, die sind super einfach zu entfernen. Also mit einem Pinsel, mit einfachem Shampoo, Wasser oder einem Felgenhandschuh oder so würden wir das jetzt ohne Probleme sauber bekommen. Ja, vielleicht habe ich an die ein oder andere Stelle jetzt auch nicht, bin ich nicht so gut mit dem Felgenreiniger oder Hochdruckreiniger rangegangen. Macht aber auf jeden Fall für eine kontaktlose Reinigung schon mal einen richtig guten Eindruck. Ja, hier die verdünnte Seite und jetzt das spannende Ergebnis. Also ich finde, das sieht wirklich sehr identisch aus, ne? Schreibt eure Meinung gerne da in die Kommentare. Auch hier haben wir teilweise in den Ecken noch Restverschmutzung, aber auch hier sind diese Verschmutzungen sehr gut angelöst worden, sodass wir auch hier mit einem Pinsel oder Bürste oder Handschuh den Rest wirklich wunderbar sauber bekommen würden. Also ja, ich bin der persönlichen Meinung, man muss den Reiniger gar nicht unverdünnt nehmen. Also in der 1 zu 1 verdünnten Variante sieht das Ergebnis relativ gleich aus. Ja, dann hätten wir hier nochmal einmal die Felgen an der Hinterachse, hier auf der unverdünnten Seite. Ja, auch das sieht sehr sauber aus, wobei diese Felgen jetzt auch nicht kratzverschmutzt waren. Bei dem BMW sind immer die vorderen Felgen besonders verschmutzt. Also ist ja bei jedem Auto so, aber hier fällt es immer krass auf. Ja, hier nochmal die verdünnte Seite. Auch hier eigentlich absolut sauber geworden. Ja, nun ist es also wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ja, also erstmal muss ich sagen, der P21S High-End-Felgenreiniger arbeitet auf jeden Fall durchaus solide. Das können wir jetzt auf jeden Fall schon mal festhalten. Sowohl in der unverdünnten als auch in der 1 zu 1 verdünnten Variante haben wir wirklich eine sehr gute Reinigungsleistung. Er braucht sich definitiv nicht vor dem Sonax Extreme Felgenreiniger, Felgenbeast oder dem Aluteufel Grün verstecken. Also von der Reinigungsleistung macht er auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Was mir positiv auffällt, ist die Sprühflasche, der Sprühkopf. Der ist meiner Meinung nach etwas besser als bei den etwas günstigeren Konkurrenzprodukten. Natürlich kommt das Ganze nicht an einen professionellen Canyon-Sprühkopf oder so ran, das ist auch ganz klar. Aber für so einen Standard-Sprühkopf zerstäubt der Reiniger auf jeden Fall sehr gut. Das fällt mir auf jeden Fall schon mal positiv auf. Ja, etwas negativ fällt natürlich der Preis auf. Also der ist auch ein bisschen High-End. Ist ein kleines Stück teurer als der Sonax Felgenbeast und auch der Aluteufel Grün. Ja, das muss man ganz klar sagen. Allerdings lässt sich der P21S in diesem Fall natürlich mit Wasser verdünnen. Dadurch geht der Preis wieder deutlich runter und dadurch wäre er dann sogar ein bisschen günstiger. Ob die anderen verdünnbar sind, weiß ich nicht. Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob das schon mal einer ausprobiert hat. Aber ja, meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, den Reiniger 1 zu 1 mit Wasser verdünnen. Wir haben es ja hier gesehen, das Reinigungsergebnis ist nicht wirklich schlechter und man hat dann die Hälfte der Kosten. Dann ist der Reiniger vom Preis auch wieder sehr interessant. Ja, grundsätzlich gibt es den Reiniger ja auch in der 2-Liter-Variante, kostet dann irgendwie 25 bis 30 Euro, habe ich euch auch mal verlinkt. Das wäre tatsächlich meine Empfehlung, ne? Dann hat man für den Preis ja quasi dann 4 Liter Reiniger raus, dann holt man sich dazu noch eine gute Sprühflasche für 4, 5 Euro mit einem Canyon-Sprühkopf. Dadurch zerstäubt der Reiniger noch mal besser und dann hat man wirklich sehr, sehr geringen Verbrauch und kommt ewig hin. Dann ist das wirklich preislich sehr interessant, meiner Meinung nach, und könnte wirklich ja, der Sieger unter den Felgenreinigern werden. Ja, wie gesagt, also grundsätzlich auf jeden Fall ein empfehlenswerter Felgenreiniger. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video bei Autoverrückt und ciao!